In den ersten 6 Monaten werden 2098 Firmeninsolvenzen eröffnet. Das sind um 35,8% mehr als im Vorjahr und der höchste Wert seit 15 Jahren. Die Passiva verneunfachen sich auf 11,5 Milliarden Euro. 2023 ist bereits von Großpleiten im Handel und der Immobilienbranche geprägt. Für 2024 prognostiziert der AKV rund 7000 Insolvenzen. Der Großteil der Passiva entfällt auf Insolvenzen rund um den Signa-Gründer René Benko und seine Gesellschaften. Auch die Pleite der Österreich-Tochter des US-Elektrobauers Fisker trägt 1,5 Milliarden Euro zu den Passiva bei. Die Zahl der gefährdeten Arbeitsplätze bleibt mit 9.411 konstant. Die Zahl der Verfahrensabweisungen steigt um 16,74% auf 1.311 Fälle. Diese Entwicklung zeigt laut AKV, dass viele Unternehmen nicht einmal Vermögen von 4.000 Euro haben, um die Kosten eines Insolvenzverfahrens zu tragen. Insgesamt steigen die Firmeninsolvenzen um 27,53%. Gründe für die hohe Anzahl von Firmenpleiten sind Konsum- und Investitionszurückhaltungen, hohe Zinsen und fehlende Kreditnachfrage. Der Handel verzeichnet 529 Insolvenzen, gefolgt vom Bau 493 und der Gastronomie mit 356. Positiv ist, dass der Anteil der Eigenanträge zugenommen hat. Der Anteil steigt von 34,62% im Jahr 2022 auf 44,33%. Große regionale Unterschiede gibt es bei den eröffneten Verfahren. In Vorarlberg steigen die Insolvenzfälle um 110,34%, in Oberösterreich um 60,81%, im Burgenland um 60,78%. Und in Wien um 43,02%. Im ersten Halbjahr werden 1577 Firmeninsolvenzen beendet. In 28,79% der Fälle wird ein Sanierungsplan abgeschlossen, in 6,53% ein Zahlungsplan. Rund ein Drittel der Verfahren endet mit Entschuldungsvorschlägen. 27,46% mit einem Totalausfall für die Gläubiger. Da das WIFO und das IHS nur ein BIP-Wachstum von 0,2% prognostizieren, rechnet der AKV heuer mit 7000 Insolvenzen. Bei den Privatinsolvenzen sieht es erfreulicher aus. Es werden mit 4600 Verfahren um 1,25% mehr eröffnet als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der abgewiesenen Anträge sinkt um 0,91% auf 434 Fälle. Insgesamt gibt es im Halbjahr mit 5034 Verfahren nur einen Anstieg um rund 1%. In Burgenland, Oberösterreich, Kärnten und Vorarlberg melden weniger Personen Insolvenzen an. In den anderen Bundesländern steigt die Zahl. Die durchschnittliche Verschuldung sinkt von 136.200 auf 117.300. Allerdings steigt die Durchschnittsverschuldung mit dem Alter und ist geschlechtsspezifisch. Frauen haben im Schnitt 85.200 Euro Schulden, Männer 137.500 Euro.